Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Schockgerücht verlässt Kevin Feige Marvel. Furiosa Backlash gegen Mad Max Prequel. Netflix Klage. Kandidaten krank durch Spielshow. Kurswechsel. Disney will jetzt nicht mehr woke sein. Rebel Moon. Snyder Star Wars bekommt Fortsetzung. Und Ubisoft und andere Gaming-Fails der Woche. Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians, Black Shadow, Hans-Joachim Meyer, Erky Turkey, Harm, Kim Jonataku, Chinero, Hello Goodbye, Oliver, Chaosprinzessin, Ulrike und Jasmin, Stage Guy, Kinocheck.de, Michael Draxler, Hey Aaron, MJ85, Mario Reinecker, Ignomi1, Ronzen182, The Conny, Swafnierson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Twaslöper, JFK Faker, T-UnitCB und Luca Kamens. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht. Und danke natürlich auch an euch, die Flips-Community. Frohen ersten Advent, ho 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 und willkommen zur 356. Folge der Flips-News mit Maniac und mir, dem Batz, und einer sehr bunten Mischung aus News diese Woche von Tumult bei Disney über endlich neueste Frage, wann GTA 6 und jeder Menge Turbulenzen im Kino. Willst du jede Woche up-to-date sein, dann klick dir doch jetzt das Abo mit Glocke, dann zeigt dir YouTube vielleicht auch das nächste Video, wenn sie Bock drauf haben, und gebt doch mal Feedback, wie viele von euch automatisch immer das neueste Video von uns angezeigt bekommen und wer von euch aktiv danach suchen muss, da hatten wir nämlich ein paar Kommentare zu. Doch jetzt kommen wir natürlich am Kino nicht vorbei. Die Charts und Starts waren wieder turbulent letzte Woche. Auf Platz 5 breiten sich die Trolls mit gemeinsam stark auf ihren Abgang aus den Top 5 vor. Nach 6 Wochen schwächen sie, haben aber immerhin 707.000 Zuschauer gut unterhalten. Nach nur 2 Wochen rutschte Eli Roths spaßiger Retro-Slasher Thanksgiving ab auf Platz Nummer 4. 82.000 Zuschauer waren bisher dabei. Wenn ein Meuchler mit Maske umgeht und auch The Marvels rutschte um noch einen weiteren Platz runter auf die 3. Der Film, der Marvel so gar kein Glück brachte, holte auch in Deutschland bisher nur 386.000 Zuschauer ins Kino. Selbst Quantumania holte in Deutschland 910.000 und Guardians of the Galaxy 3 sogar knappe 2 Millionen. Genau wie Captain Marvel im Jahr 2019. Auch in Deutschland also deutlich unter den Erwartungen. Weltweit hat der Film bis jetzt 188 Millionen eingespielt, worüber viele andere Filme ja jubeln würden. Für Marvel sind das allerdings wirklich enttäuschende Zahlen angesichts des Produktionsbudgets. Doch zu ihrem Trost, auch das Hunger Games Prequel, The Ballad of Songbirds und Snakes konnte sich nicht auf der 1 halten. Nach nur einer Woche an der Spitze rutschte der junge Snow auf Platz 2 ab, hat allerdings rund doppelt so viele Zuschauer wie The Marvels. Bisher 739.000 haben sich die Wandlung zum Villain angeschaut in nur 2 Wochen. Das ist ordentlich, doch damit stellt sich natürlich die Frage, wer Platz 1 erobern konnte, und das ist der Dude, dessen Hobby erobern war. Napoleon von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix als Franzose mit Minderwertigkeitskomplexen. Trotz eher mäßiger Kritiken sind in einer Woche rund 274.000 Zuschauer ins Kino, um ihn und Josephine beim Ehedrama zu sehen. Und das ist ja mal ganz erbaulich, dass auch ein Film für Erwachsene es mal auf Platz 1 schafft. Ob er den halten kann, wissen wir dann nächste Woche, denn seit Donnerstag läuft ja Disneys großer Weihnachtsfilm Wish, der in den USA auch sehr schwach gestartet ist und damit den Kritiken recht gibt, die ihn ebenfalls abgewatscht haben. Mal sehen, wie er sich bei uns schlagen kann. Nächste Woche gibt es aber auch schon die nächste Konkurrenz im Family-Segment, wenn Timothée Chalamet als Wonka durchstartet. Wie der wird, wissen wir noch nicht, da die Pressevorführungen erst nächsten Dienstag sind. Bisher ist nur klar, dass Warner, wie viele Studios, versucht zu verschleiern, dass der Film ein Musical ist. Also für Fans des Singspiels ist das super. Ich freue mich auch drauf, aber alle Musical-Hater seien gewarnt. Und wenn ihr was ganz und gar Unweihnachtliches sehen wollt, gibt's auch Kontrastprogramm. Das Dokudrama BlackBerry zeigt, wie der Mobilfunkhersteller damals vom Branchenführer zur Nullnummer wurde, weil die Chefs die Zeichen der Zeit nicht erkannten und den Smartphone-Boom verpennt haben. In den USA ist der Film schon seit Juni im Stream, bei uns kommt er jetzt ins Kino. Ein spannender Einblick in die Tech-Welt, wenn ihr Lust auf mal was ganz anderes habt. Und ehe wir die Charts verlassen, wird Zeit, auch schon mal einen ersten Blick auf die Jahrescharts zu werfen. Es kommen zwar noch ein paar große Starts, aber wir sind eindeutig im Endspurt und da dürfte sich wohl auch nicht mehr so viel an der Top 5 ändern. Auf Platz 5 sind die Guardians of the Galaxy, James Gunns Abschied vom MCU, knapp darüber. Oppenheimer auf Platz 4 mit 4,1 Millionen Zuschauern. Auf der 3 Super Mario Bros., die imposante 5,3 Millionen Zuschauer ins Kino brachten, aber von einer Frau locker überflügelt wurden. Barbie auf der 2. Sie erreichte fast 6 Millionen Zuschauer in Deutschland und musste sich nur James Cameron geschlagen geben, der mit Avatar The Way of Water 10,1 Millionen
Fans erreichte. Sehr imposant. Insgesamt gingen in den letzten 12 Monaten wieder mehr Menschen ins Kino. 79 Millionen Kinobesuche gab es im Vergleich zu 69 2022. Aber natürlich sind wir immer noch nicht wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau angelangt. 2019 waren es noch 96 Millionen Kinobesuche im Jahr. Und damit steht Deutschland weltweit relativ weit hinten. Laut Eurostat waren in den 10er Jahren rund 53% der Deutschen nicht ein einziges Mal im Kino und nur 15,8% sind mehr als 4 Mal im Jahr gegangen. Geht ihr eigentlich öfter? Eigentlich hoffe ich es ja. Und was werdet ihr euch als nächstes angucken? Was gefiel euch zuletzt und worauf freut ihr euch in diesem Jahr noch? Lasst es uns wissen. Worauf wir gespannt sind, ist auf jeden Fall schon mal sicher, denn George Millers Mad Max Prequel Furiosa bekam letzte Woche einen ersten Trailer. Mad Max Fury Road gehört für mich ja wie für viele zu den besten Actionfilmen der letzten 30 Jahre. Ein Meisterwerk visuellen Storytellings und die perfekte Symbiose aus echten Stunts und digitalen Effekten. In Furiosa übernimmt Anya Taylor-Joy die Rolle von Charlize Theron und wir erfahren, wie Furiosa zu der Figur wurde, die wir in Fury Road erlebt haben. Doch wer einen ähnlichen Look erwartet hat, der dürfte erstmal irritiert gewesen sein. Denn der Film wurde nicht in Südafrika, sondern wie die ersten Mad Max Filme in Australien gedreht. Der Kameramann ist auch neu, Simon Duggan, der Sachen wie 300, Rise of an Empire und Der große Gatsby drehte, ersetzt den mittlerweile 81-jährigen John Seale, der neben Fury Road auch Club der Toten Dichter, den ersten Harry Potter Film und auch Millers letzten Film 3000 Years of Longing drehte. Vermutlich wollte er sich die Tortur von Fury Road nicht nochmal geben, denn dessen Dreh war wohl ein echter Kraftakt, der alle Beteiligten oft an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Der New York Times sagte Seale damals, wenn George für Furiosa anruft, ich bin in Rente. Furiosa spielt zwar in derselben Welt und bietet wieder postapokalyptische Rigs und Action, sieht aber sehr, sehr anders aus und der Look polarisiert. Während ihn die einen feiern, waren andere wie wir etwas skeptisch, denn einiges sieht sehr deutlich nach Effektshots aus und teilweise sogar, als wäre es im Studio vor Videowand gedreht. Immerhin ist der Film ewig lange verzögert worden und als der Dreh losging, kam prompt der Virus dazwischen, der dann für einen Stopp sorgte. Das und die extrem unangenehmen Drehbedingungen von Fury Road, bei denen versucht wurde, CGI nur zur Verbesserung zu benutzen und sehr, sehr viel real zu drehen, mögen Gründe sein, warum Miller diesmal mehr auf Studio-Shots und CGI zurückgreifen musste. Und mit 78 Jahren ist er ja auch kein Jungspund mehr. Aber zugegeben, einige der Shots sehen sehr schwierig aus und sind hoffentlich nicht die endgültigen Effekte. Klar ist, auch Fury Road hat in fast jeder Szene digitale Bearbeitung und Effekte, aber dennoch sah das besser aus als das, was wir jetzt hier sehen. Ob die FX einfach noch nicht fertig sind oder ob es am Kameramann oder am Dreh selbst liegt, das muss sich rausstellen, aber wir geben George Miller trotz allem erstmal Vorschussvertrauen, alleine dafür, dass er uns den zauseligen Chris Hemsworth als Warlord Dementos bringt. Habt ihr Bock auf den Film oder seid ihr skeptisch? Sagt es uns. Zack Snyder und Netflix, diese Liebe wird niemals enden. Also zumindest sieht es derzeit danach aus. Denn noch ehe sein Sci-Fi-Epos Rebel Moon gestartet ist, das zu Weihnachten rauskommen soll, hat Netflix nicht nur Teil 2, der ja eh schon gedreht wurde und wohl einfach das Restmaterial vom Dreh von Teil 1 ist, der aufgeteilt wurde, sondern auch Teil 3 in Aussicht gestellt. Snyders Story um den Kampf von Rebellen gegen ein böses Imperium war ja ursprünglich mal als Idee für einen Star-Wars-Film konzipiert, den Lucasfilm damals aber ablehnte, weswegen es Snyder dann zu etwas Eigenem umschrieb, das seine Inspiration aber schwerlich verleugnen kann, wenn wir die Trailer sehen. Das erinnert schon irgendwie sehr an die Star Wars Rip-Offs, die in den 80ern von Corman oder Italo-Regisseuren gedreht wurden. Star Crash, Sterne im Duell und sowas. Im Interview mit dem Hollywood Reporter hat Snyder jetzt bestätigt, dass er bereits am Skript für Teil 3 säße und wenn Teil 1, A Child of Fire und Teil 2, The Scargiver, so gut laufen, wie er es hofft, wird er direkt weiterdrehen. Also sobald er die nächsten Sachen für sein Army of the Dead Universe geplant hat, die ja auch noch auf Netflix kommen sollen und dann kommt da auch noch seine Animationsshow Twilight of the Gods, die aber noch ganz am Anfang der Entwicklung steht. Aber solange die Streamingquoten stimmen, lässt ihm Netflix wohl ordentlich Leine. Auch wenn wir keine Snyder-Fans sind, bin ich ja doch mal gespannt, wie sein Star-Wars-Franchise-Starter sich schlagen wird, wenn er doch so viel kreative Freiheiten hat und mangels ordentlicher, richtiger Star-Wars-Filme eigentlich ideal aufgestellt wäre, diese
Lücke zu füllen. Wird er es schaffen oder liefert Snyder uns nur das nächste Star Crash? Sagt uns mal eure Einschätzung. Disney kriselt, Marvel taumelt. So kann man die derzeitige Lage des Gigakonzerns wohl beschreiben. Und auch letzte Woche ging es wieder gut rund. Zum einen startete der Prozess gegen Jonathan Majors, der eigentlich ja der Big Bad von Marvels Phasen 5 und 6 und Antagonist in den nächsten Avengers-Filmen sein sollte. Aber ob er das bleibt, ist wohl genauso unklar wie der Ausgang des Prozesses. Noch wird immer mühselig eine Jury ausgewählt. Also das zieht sich alles noch. Etwas wird also auch noch eine ganze Zeit negative Schlagzeilen machen. Obendrein machen Gerüchte die Runde. Kevin Feige könnte damit kokettieren, Marvel zu verlassen und sich einen anderen Job zu suchen, zwecks Abwechslung. Das ist allerdings, wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt, eher unspektakulär als Meldung. Im Podcast The Town redeten die Insider Matthew Bellano und Jonah Robinson darüber. Robinson hat gerade das Buch MCU The Reign of Marvel Studios veröffentlicht und kennt sich aus. Die meint, es gab natürlich immer viele Gerüchte. Eine Weile wurde spekuliert, Feige könne Nachfolger von Bob Iger als Disneys Oberboss werden, aber so wie es derzeit läuft mit Marvel wohl eher nicht und die Chancen, dass er jetzt ginge, wären eher gering. Er würde wohl kaum gehen, wenn es nicht gut läuft. Abtreten ist immer geiler, wenn man gerade Erfolg hinterlässt und erstmal muss er ja jetzt das MCU umbauen, um es wieder erfolgreich zu machen. Das heißt, er würde ja planen, Avengers Secret Wars quasi zu einem Reboot zu machen. Da wurde ja gerade wieder am Personalrat gedreht mit Michael Waldron als Drehbuchautor. Der schreibt jetzt auch Kang Dynasty und nicht nur Secret Wars. Waldron hat ja zuletzt an der Loki-Serie gearbeitet und weiß vielleicht am ehesten, wie das Kang-Debakel zu lösen ist. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass Feige uns erstmal noch erhalten bleibt bei Marvel, also kein Grund zu hyperventilieren. Genau wie Bob Iger bei Disney, der ja auch noch ausbügeln muss, was die letzten Jahre so schief lief und dazu hat er diese Woche deutliche Worte gefunden auf der Dealbox Summit in New York. Anstatt etwas selbstkritischer zu sein, warf er eher seine Creatives vor den Bus. Remember, we have to entertain first. It's not about messages. If you can do, again, if your story can have a positive impact, so there's that. And I've worked hard since I've been back at reminding the creative community who are our partners, in some cases our employees, that that's the objective. And I don't really want to tolerate the opposite. Die hätten ihre Hauptaufgabe aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Unterhalten. Messages wären nicht so wichtig. In seiner Abwesenheit als Boss wäre da viel ins Arge gelaufen. Klar wäre eine positive Botschaft gut, wie in Black Panther, aber das sollte nicht der Hauptfokus von Filmen und Serien sein. Was nicht ganz falsch ist, aber eine ganze Menge der Message-Filme liefen ja auch noch zu seiner Zeit. Er würde aber jetzt hart daran arbeiten, den Kreativen jetzt zu sagen, sich auf ihren Hauptfokus zurückzubesinnen. Unterhaltung und da würde er keinen Widerspruch dulden. Bei Filmen wie The Marvels habe es zu wenig Aufsicht von oben gegeben, also im Klartext lautet die Botschaft, Disney ist jetzt nicht mehr woke. Was wohl eine direkte Reaktion darauf ist, dass rechte Shareholder wie Nelson und Peltz schon seit Monaten Front gegen Iger machen und ihn zu mehr und mehr Zugeständnissen zwingen, weil sie wieder mehr Gewinn machen wollen als Anleger und Disneys angebliche Wokeness ihnen ein Dorn im Auge ist. Iger hat wenig Wahl, so wie der Konzern gerade dasteht, aber alle Schuld jetzt auf seinen Vorgänger abzuwälzen, ist auch etwas schwierig. Wir haben im Spotlight vom Freitag ja den Niedergang von Disney mal näher untersucht und einen Blick auf die Hochs und Tiefs der Firmengeschichte und besonders die letzten Jahre und die Krisen und Krachs dort gelegt. Schaut da im Anschluss unbedingt mal rein und wenn ihr Patreon-Supporter seid, gibt's das Ganze wieder in der deutlich ausführlicheren XL-Fassung mit noch viel mehr Details. Es lohnt sich, Flips zu unterstützen, aber die hat uns jetzt auf Patreon ab 2 Euro im Monat. Hilfst du Flips fürs nächste Jahr aufzusichern und bekommst Bonus-Podcasts, Zugang zum Discord, wo wir regelmäßig mit euch chatten, Bonus-Videos und in den höheren Stufen auch Mugs und T-Shirts mit dem Doom-Guy. Also, support your local YouTuber. Serien, Marvel hin, DC her, die besten Superhelden-Stories lieferte unserer Meinung nach seit Jahren Amazons The Boys-Serie. Böse, satirisch, extrem und ja, so gar nichts für Kids. Und auch wenn sie nicht ganz an den Epic-Scale der Mutterserie rankam, war auch Gen V ein sehr spaßiges Spin-Off, das die Story des Universums ausbaute und einiges einbrachte, was auch bei Staffel 4 von The Boys spannend werden könnte. Die bekam gestern einen ersten Teaser, der wieder richtig Lust auf mehr machte. Fokus liegt auf Homelander und dessen PR-Strategie. Spalte die Menschheit, lass sie gegeneinander kämpfen und dann kannst du als der große Retter auftreten, was uns irgendwie sehr bekannt vorkommt aus der Wirklichkeit. Die Serie war ja immer schon ein galliger Kommentar auf unsere Medienwelt und das wird auch in der neuen Staffel wohl wieder so sein, wenn die internen Kämpfe in der Superliga öffentlicher werden. Und obendrein die Boys selber, die von Billy Butcher angeführt werden, überlegen,
überlegen müssen, was sie jetzt machen. Spannend, Butcher trifft auf eine neue Figur, die von Jeffrey Dean Morgan gespielt wird, den die meisten wohl als Negan in Walking Dead kennen. Er fordert Butcher heraus und es sieht danach aus, als könne er zum Frenemy werden, der Butcher seinen Rang als Platzhirsch streitig machen will. Lange müssen wir nicht mehr warten, Amazon hat die Staffel für Anfang 2024 angekündigt, also genau das Richtige, um uns durchs Marvel und DC-arme Jahr zu bringen. Habt ihr Gen V geschaut oder wartet ihr lieber auf die vierte Staffel von The Boys? Schreibt's uns. Haus des Geldes ist ja eine der größten Erfolgsstories von Netflix. Die spanische Serie hat es ja schon zu einem Remake in Südkorea gebracht und wird rund um die Welt geschaut. Und letzte Woche gab es einen Trailer Haus des Geldes Berlin. Doch wer jetzt naiv glaubt, es wäre ein deutsches Spin-off, der hat die Serie wohl nie geschaut, denn die spielt natürlich in Paris. Denn Berlin ist natürlich nicht die Stadt, sondern Andres de Fonollosa, das Mastermind hinter allen Plänen. Und die neue Serie ist ein Prequel, als er auf dem Zenit seines Erfolges seinen größten Coup durchziehen will, 44 Millionen in Edelstein zu klauen. Das sieht nach sehr solidem Heißfutter für alle Fans aus, mit einer neuen Cast bis auf Berlin und neuen Locations. Ab 29. Dezember dürft ihr mitfiebern, wenn ihr Lust auf mehr Haus des Geldes habt. Schreibt mir, ob ihr mit Berlin nach Paris wollt. Es geht weiter mit The Last of Us. Das bestätigt der HBO jetzt, nachdem sie im Battle Royale Schnick-Schnack-Schnuck mit Lucasfilm und Marvel gewonnen haben, wer zuerst mit Pedro Pascal drehen darf. Auch wenn wir gespannt sind, wie viele Drehtage er da tatsächlich haben wird. Im Februar soll es weitergehen mit dem Dreh. Da werden er und Bella Ramsey wieder vor der Kamera stehen. Aber das heißt auch, vor Ende 2025 brauchen wir mit Season 2 nicht zu rechnen, denn die Postproduktion wird sicher auch ein Jahr in Anspruch nehmen. Und damit wäre dann wohl auch nicht mehr das ganze zweite Spiel abgedeckt, wenn wir den Gerüchten glauben, die besagen, dass Creator Neil Druckmann überlegt, das Spiel in zwei Staffeln zu spalten, was tatsächlich gar keine so dumme Idee ist, wie alle nachvollziehen können, die das Spiel gespielt haben. Es hat sehr viele Wendungen und Storylines und es könnte Sinn machen, die auf zwei Seasons zu teilen. Etwas Wartezeit noch, aber die können wir uns vertreiben, indem wir die Fallout-Serie anschauen, von der es auch diese Woche einen ersten Trailer gab. Die soll im nächsten Jahr starten und sieht sehr aus, wie wir es aus den Games gewohnt sind. Auf welche der beiden Shows seid ihr mehr gespannt? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Netflix wird verklagt? Naja, zumindest wurde es angedroht, denn einige der Teilnehmer der Spielshow Squid Game The Challenge sind sauer. Sie behaupten, die Drehbedingungen wären unmenschlich gewesen. Bei einigen Spielen hätten sie stundenlang in eisiger Kälte im Set in den Cardington Studios in England ausharren müssen. 456 Teilnehmer mussten beim ersten Spiel Red Light, Green Light zittern. Einige hätten danach wegen Unterkühlung behandelt werden müssen. Die UK-Drehaufsicht hatte allerdings keine Verstöße feststellen können und auch Netflix dementiert, es ginge den Kandidaten nur ums Geld. Noch ist offiziell keine Klage eingegangen, aber naja, wirklich wundern sollte es uns nicht. Aus einer Serie über eine zynische Show, die aufzeigt, wie menschenverachtender Kapitalismus ist, was die Macher der Spielshow bewusst kleingeredet haben, eine echte Show zu machen, war vielleicht von Anfang an nicht die beste Idee, oder? Habt ihr die Spielshow geschaut oder wartet ihr lieber, bis Staffel 2 kommt? Schreibt's uns. Nur noch wenige Tage bis zu den Game Awards am 7. Dezember, die diesmal weniger Fokus auf die Game-Trailer-Premieren legen wollen und wieder mehr Fokus auf die ausgezeichneten Spiele. Was für eine schräge Idee. Waren die Gewinner doch in den letzten Jahren immer nur noch das, was die Ankündigung neuer Games unterbrochen hat? Vielleicht gibt es diesmal ja auch einfach nicht so viel große Reveals. Oder die Studios machen lieber ihr eigenes Ding wie Rockstar, die schon am 5. Dezember wohl endlich den GTA 6 Trailer veröffentlichen werden, wie sie in einem Tweet anteasten. Wobei das Spiel nicht genannt wurde. Vielleicht trollen sie auch alle und revealen Red Dead Redemption 3. Dann kriegt der Depp mit seinem GTA 6 One wohl endgültig einen Pflaumensturz. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt. Das gibt's dann aber erst in der nächsten Woche oder schon vorher auf Instagram. Da lasst uns gerne auch mal ein Abo da für die News zwischen den Flips folgen. Ich hoffe ja, ihr habt den Black Friday gut überstanden und nicht zu viel Schrott gekauft oder dieses Angebot hier, bei dem es ernsthaft zu einer Xbox Series S ein physisches Game dazu gab. Ja, das wird lustig beim Auspacken. Buddy, wo ist denn jetzt das Laufwerk? Oh Gott, das Bild hat Gamer auf der ganzen Welt zum Grinsen gebracht. Genau wie ein Fail von Ubisoft. Die haben nämlich ganz versehentlich das Remaster von Beyond Good and Evil veröffentlicht. Ja, erst erschien kurz die Ankündigung im Xbox Store und kurz darauf konnten Ubisoft Plus Abonnenten das Spiel tatsächlich runterladen und spielen. Nur das war überhaupt nicht beabsichtigt. Und kurz darauf hat Ubisoft auch alles löschen lassen, was, wie wir ja alle wissen, im Internet immer sehr erfolgreich ist. Trotz Löschung und YouTube-Takedowns von Let's Play wussten alle, es gibt das Game, auf dessen Sequel wir jetzt auch schon wieder 6 Jahre warten seit dem letzten Trailer. Und es wäre ja auch dumm, das alte Game, das als
Klassiker gilt nicht nochmal modernisiert rauszubringen, wenn denn das Sequel irgendwann mal kommen sollte. 4K, 60 FPS mit besseren Texturen, Controls und Autosave, also ich würde das sofort spielen und wahrscheinlich war das Ganze auch nur eine holprige Aktion, um mehr Promo zu bekommen, denn kurz nach der Löschung twitterte der offizielle Account, ja, die Katze ist wohl aus dem Sack, wir freuen uns euch demnächst mehr über die 20th Anniversary Edition des Games zu erzählen, im nächsten Jahr. Die Version, die versehentlich veröffentlicht wurde, sei aber nur eine frühe Entwicklungsfassung gewesen und die Fassung, die Anfang nächsten Jahres käme, wäre natürlich viel cooler als die Version jetzt und wir mal hoffen, dass das stimmt. Kennt ihr das Game überhaupt noch? Freut ihr euch drauf? Mögt ihr das und fiebert ihr auf ein Sequel hin, wie ich auch schon seit 10 Jahren oder so? Und was erhofft ihr euch von GTA 6 und wie viel würdet ihr dafür zahlen? Es gibt ja gerade Gerüchte über einen höheren Preis. Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und jetzt noch ein vorweihnachtlicher Riesendank an alle Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten, wie unsere Patroni und die Timelords. Den Link zum Unterstützen und zum Extra-Content genießen, der ist in der Videobeschreibung und rechts findest du unseren Anschautipp. Genießt alle den Sonntag und den ersten Advent und bis zum nächsten Mal. Läuft.